Man sagt, wenn du den Klang der Sirenen im Wald hörst, renn! Denn dann kommt es, das riesige Monster mit Sirenen als Kopf und BOOM! Du kommst nie wieder aus dem Wald. Komm schon! Peter, hast du keine Angst? Sorry, Sam, aber ich finde diesen Siren Head überhaupt nicht schaurig. Eigentlich fast schon niedlich. Niedlich? Peter, du solltest ihn sehen. Er ist turmgroß und hat lange Arme und Beine. Wo bleiben deine Manieren? Und zwei Sirenen auf seinem Kopf. Hab ich schon von gehört. Vielleicht kannst du es ja malen und dann kriege ich Angst. Nee, malen bringt da nichts. Aber ich habe eine bessere Idee. Los geht's. Hi Leute, heute basteln Sam und ich den Siren Head mit einem 3D-Stift. Ich kapier's nicht, Sam. Ich dachte, eine Zeichnung reicht nicht dafür. Warum gibst du mir das? Das ist nur eine Schablone, Peter. Ist das nicht offensichtlich? Es soll doch alles perfekt werden. Also bitteschön, du musst ganz vorsichtig jedes Körperteil umreißen. Wie du meinst. Die Zeichnung sieht echt cool aus, Sam. Die dient als Vorlage. Aber glücklicherweise ist mein Gedächtnis ganz fit. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich behalte die lieber erstmal. Okay. Zeit zu beginnen, oder? Ist der kaputt oder so? Ohne Plastik funktioniert es nicht, Peter. Bloß gut heißt du mich. Wie konnte ich das nicht bemerken, Sammy? Na gut, für heute bist du der Boss. Und los geht's. Zuerst machen wir den Ständer. Seid wirklich vorsichtig, wenn ihr mit einem 3D-Stift arbeitet. Seine Spitze wird echt heiß. Hauptsache, ihr habt eine ruhige Hand. Fast fertig. Ja, das war's. Der Ständer steht. Jetzt kommt der Körper. Fangen wir mit den Beinen an. Ich hoffe, das lässt du nicht so. Siren Head ist ja nicht ganz so schlank, weißt du? Sieh mal einer an, Klugscheißer. Das weiß ich doch, Kumpel. Folgen wir dem Rat des Schlauschleims. Der Brustkorb kriegt noch etwas mehr Volumen. So in etwa. Aber nicht zu viel. Ich glaube, das reicht. Kommen wir zur Hüfte. Siren Head sieht noch echt dürr aus, aber das müssen wir ja nicht so lassen. Richtig. Mehr Volumen, Peter. Klar, Herr Boss. Ich hoffe, ich kriege auch ein bisschen Angst, wenn wir hiermit fertig sind. Sonst wäre ich echt enttäuscht. Sam scheint ja ganz angefixt zu sein von seiner Idee. Wir sind hier fast fertig. Zack. Und das zweite Beckenteil. Fertig. Jetzt verwenden wir den Lötkolben, um alle Unebenheiten abzuflachen. Und wir dürfen den Rücken nicht vergessen. Wenn ihr Siren Head euren Freunden zeigen wollt, sollte er von allen Seiten furchterregend aussehen. Seid vorsichtig mit dem Lötkolben. Damit kann man sich echt gleich seine Finger verbrennen. Das stimmt. Fragt lieber einen Erwachsenen nach Hilfe. So läuft das.
kommen gleich zu dir zurück. Peter, hast du immer noch nicht die Hose voll? Nö, überhaupt nicht. Verrat mir dein Geheimnis. Warum hast du keine Angst vor Siren Head, wo doch jeder vor ihm Angst hat? Es gibt kein Geheimnis, Sammy. Ich weiß einfach, dass er nicht wirklich existiert. Während ich weiterarbeite, kann ich dir ja mal erzählen, was ich so über Siren Head weiß. Diese Figur wurde 2018 von Trevor Henderson, einem kanadischen Horrorkünstler, entworfen. Er arbeitet in einem Bildbearbeitungsgenre mit dem Namen Unnerving Images. Dabei nimmt man ein verschwommenes Bild und zeichnet eine Figur darauf. Dann kommen noch ein paar Filter und die Krönung. Voila! Wow, sieh dir das mal an. Sieht gut aus, oder? Peter, ich dachte nur, warum machst du jetzt nochmal die Füße? Der hat doch schon welche. Nee, das ist nur der Ständer. Oh, verstehe. Seht euch diesen fast großen Kerl an. Warum fast? Der braucht noch ein paar Muskeln. Und hier sind sie. Wie kannst du dich auf das Bastelprojekt konzentrieren, ohne dass du vor Angst zitterst? Ich meine, du bist in seinem Brustkorb. Sammy, ich komme einfach nicht so leicht ins Schwitzen. Kommen wir jetzt zu seinen langen Armen. Das ist cool, Peter. Achtet auf die Details, Leute. Denn meiner Skizze zufolge sind deine Finger ziemlich dünn. Sam, ich sagte doch, ich brauche deine Vorlage nicht. Oh, brauchst du nicht, ja? Das wirst du bereuen. Wart's nur ab. Wusstest du, dass Siren Head nicht die einzige Kreation seines Erschaffers Trevor ist, Sammy? Gerade nachgesehen. Er hat sich auch Cartoon Cat und Longhorse ausgedacht. Genau. Alle drei Wesen haben extrem lange Körperteile, die echt schrecklich aussehen. Aber Siren Head ist wohl das bekannteste von ihnen. Seine Finger sehen echt widerlich aus. Stecken wir ihm die Arme an. Dafür brauchen wir noch mehr Plastik. Das reicht. Leute, ist doch gut geworden, oder? Stimmt ihr mir zu? Dann gebt uns einen Daumen hoch. Also, Herr Schleimboss, wie sieht's aus? Sieht ganz gut aus. Aber ich glaube, etwas fehlt noch. Bin gleich zurück. Ich frag mich, was er jetzt vorhat. Hier, bitte. Kein Monster ohne Opfer, oder? Hast du jetzt endlich Angst? Wow, Sam. Ich bin beeindruckt, aber nicht verängstigt. Boah, seht mal, wie Siren Head seine Hand beugt, als würde er sagen, her damit. Wir müssen die Finger ein bisschen erhitzen. Seid echt vorsichtig, mit Feuer spielt man nicht. Wenn die Finger warm und weich sind, kann man sie formen. Okay, jetzt bekomme ich langsam Angst. Sam, guck mal. Der ist echt schrecklich. Jetzt kommen wir zum interessantesten und furchterregendsten Teil unserer Arbeit. Der da wäre? Die Sirenen! Dafür müssen wir einen Papiertrichter machen und ihn als Schablone für unsere Sirenen verwenden. Das sollte klappen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Der Lötkolben. Seid vorsichtig, ja? Und, wie läuft's hier? Oh, unser Chef hat sich was zum Naschen geholt. Wenn ich Angst habe, brauche ich Schokolade. Ich will auch Schokolade, nein. Sam. Aua. Zuerst musst du fertig werden. Dass Leute einfach nicht verstehen, wie hart es ist, der Chef zu sein. Hier ist unsere Sirene. Da kommt ein kleines, fieses Monstermaul rein. Diesmal nehmen wir anderes Plastik, in weißer und roter Farbe.
Millimeter. Aber vergiss die Zunge nicht. Nee, auf keinen Fall. So, und ich habe sie auch schon poliert. Heiliger Bimbam, jetzt läuft's mir kalt den Rücken runter. Und zu guter Letzt ein Metallpfosten, der die Sirenen hält. Oh, du bist fast fertig. Ja, ich kann das Ergebnis kaum erwarten. Wenn du schon mal hier bist, Lust auf einen Trick? Wie cool! Wow! Die kommen jetzt an den Körper. Bitte sehr, Peter. Danke. Ah, ich sehe, du hast gar keine Angst mehr. Da bin ich aber froh. Na, ich bin Führungskraft, weißt du? Dafür habe ich keine Zeit. Außerdem habe ich den Ständer verbessert. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Nochmal davongekommen. Ah, er frisst mich auf! Warum hast du das gemacht, Peter? Übrigens, was ist mit Drähten, die Sirenen am Körper halten? Oh, gute Idee, Sammy. Nicht nur gut, sondern großartig, Peter. Klar, Sam, du bist der Beste. Seht ihn euch an, der lehrt allen das Fürchten. Siehst du, hab's ja gesagt. Du wagst es, den dunklen Frieden des Bösen zu stören. Antworte mir! Buh! Du wolltest mir Angst einjagen, oder? Ja, ich hab vor nichts mehr Angst. Du scheinst deine Angst besiegt zu haben. Super, lass mich deine Hand schütteln. Hey, wenn euch unser Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und vergesst nicht, auf die Glocke zu drücken, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Macht's gut. Bye. Nicht. Ich hab Angst. Bleibst du bei mir? Das hatten wir doch alles schon. Wovor hast du Angst? Was, wenn Eilish Jack sich unter dem Bett versteckt? Oder Smile Dog? Ich habe dreimal nachgesehen, Sammy. Da ist keiner. Siehst du? Hier ist nichts, wovor man sich fürchten müsste. Aber was, wenn Longhorst in der Schublade lauert? Oder Cartoon Cat? Soll ich nochmal hingehen und nachsehen und dir zeigen, dass niemand drin ist? Als wenn du gehst und auf einmal Slenderman am Fenster erscheint. Das ist es. Um deine Angst zu überwinden, musst du dich ihr stellen. Und dafür basteln wir jetzt. Hallo Freunde! Heute lautet unsere Aufgabe, Sammy seine Angst vor Monstern aus modernen Sagen zu nehmen. Ich hab keine Angst. Ich lache den Monstern ins Gesicht. Ich grusle mich nur ein wenig. Na gut, legen wir los. Ich habe schon alle Teile vorbereitet. Als erstes bauen wir aus diesen hier eine kleine Schachtel. Ich denke, die brauchst du. Leute, seid immer schön vorsichtig mit der Klebepistole. Man kann sich leicht verbrennen. Bittet lieber einen Erwachsenen um Hilfe. In Ordnung. Jetzt bauen wir es an und drücken es ein bisschen fest. So, perfekt.
Susi, welche Figuren basteln wir zuerst? Ich dachte an Monster, die sich zum Beispiel unter dem Bett verstecken. Oder etwas Größere. Wie wäre es mit Brücken? Hopp. Redest du von Bridgeworm? Ja, nur noch eine Kleinigkeit und die Kiste ist fertig. Okay, Freunde, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Teile. Nehmen wir das hier. Sammy, sag mal, kennst du die alte norwegische Sage namens die drei meckernden Ziegen? Es waren einmal drei Ziegen. Wo sie wohnten, gab es nichts zu fressen. So beschlossen sie, auf die andere Seite des Flusses zu gehen. Sie mussten eine Brücke überqueren, unter der ein abscheulicher, böser Troll lebte. Er fraß jeden, der hinüber wollte. Die kleinste Ziege traf als erste auf den Troll. Sammy, gib mir mal das Klebeband. Und der Troll hat sie gefressen, stimmt's? Nein, Sammy. Die Ziege sagte zu ihm, er solle lieber auf ihren älteren Bruder warten, weil er natürlich viel größer und leckerer war. Ach du lieber Väter, sie hat ihren Bruder verraten? Unterbrich mich nicht, Sammy. Das gehört sich nicht. Entschuldige, Susi. Ich will doch nur wissen, wie es ausgeht. Der Troll war einverstanden. Aber die zweite Ziege sagte, er solle auf den größten Bruder warten. Die dritte Ziege war mutig und schlau und stieß den Troll mit den Hörnern von der Brücke. Jetzt weiß ich, wie ich den Bridgeworm erledige. So, jetzt fehlt nur noch Deko. Deko? Dafür braucht ihr mich doch bestimmt. Na, aber sicher. Soll ich dir eine Aufgabe geben? Na Logo, du weißt, ich bin echt gut darin. Na dann mach ich mal Arme. Sammy weiß noch nichts, aber unser Bridgeworm wird Münzen fressen. Ich denke, das wird Sams Angst vor Monstern verjagen. Ich meine, wie soll man sich vor jemandem fürchten, der dir beim Sparen hilft? Mal einen Zahn zulegen. Okay, wie du willst. Dann mal los. Die Zeichnung ist fertig. Und hier kommt noch ein Loch rein. Steck bloß keinen Finger in dieses Maul. Jetzt kleben wir es auf unsere Schachtel. Nicht wahr, Susi? So schaut's aus, Sammy. Lasst euch ruhig Zeit, dass es ordentlich aussieht, Freunde. Susi, sieh dir mal meine neuen Arme an. Wow, Sammy, die sind ja großartig. Die kommen hier und hierhin. Klasse. Jetzt malen wir nur noch ein Gesicht obendrauf. Wow, das Ding sieht so echt aus. Wirklich prima. Okay, jetzt ziehen wir die Linie noch mit einem schwarzen Stift nach. Du wirst übrigens überrascht sein, Sammy. Weißt du was? Bring mir doch mal eine Münze. Wozu das denn? Na, sieh her. Und abracadabra. Oh, Susi, wow. Ist das cool. So eine Spardose wird niemand anzurühren. Jede Wette. Seid ihr bereit für eine neue Bastelei, Freunde? Als erstes müssen wir ein Blatt Papier so falten. Erledigt. Was basteln wir denn jetzt, Susi? Ich dachte da an Cartoon Cat. Oh, dieses gruselige Viech. Wirklich? Also mich erinnert sie an alte Comicfiguren wie Mickey Mouse und Felix the Cat. Und die sind absolut süß und witzig. Findest du nicht auch? Naja, kann schon sein. Na dann brauchst du doch keine Angst haben, Sammy. Mach erstmal und dann werden wir sehen. Ich habe mal wieder ein bisschen gezaubert, um den Prozess zu beschleunigen. Tada! Wow, die sieht zugleich witzig und gruselig aus. Danke. Hast du gewusst, dass dieser Charakter von Trevor Henderson kreiert wurde? Er ist ein kanadischer Horrorkünstler. Er hat auch Siren Head und Longhorse entworfen. Niemals! Das glaube ich nicht. Sieh genau hin. Dann erkennst du die Ähnlichkeit. Fein, das erste Ohr ist fertig. All seine Figuren haben übertrieben lange Körperteile. Und sie sehen alle
wirklich verstörend aus. Ich verstehe. Ich bin gespannt, wie sie aussehen wird. Dann sollten wir mal die Hufe schwingen. Na, gefällt euch unsere Cartoon Cats? Dann gebt uns einen Daumen und abonniert unseren Kanal. Sammy, hast du gewusst, dass all diese Gruselgeschichten in das Genre der modernen Sagen gehören? Ich habe das gerade überprüft und ja, das stimmt. Es gibt verdammt viele. Sag ich doch. So, wir sind fertig. Willst du sie sehen, Sammy? Dass du da noch fragst? Freunde, seid ihr bereit? Wie wäre es jetzt mit einem unendlichen Papierspiel? Dafür müssen wir 4 schaurige Figuren auf gleich große Blätter malen. Oh, darf ich welche aussuchen? Wir nehmen Siren Head, Longhorse, Cartoon Cat und Smile Dog. Alles klar, Sammy. Dein Wunsch ist mir Befehl. Los geht's! Sieht gut aus. Jetzt zaubere ich wieder ein bisschen, um die Sache zu beschleunigen. Uasch! Tada! Und schon sind die Figuren bunt. Lucy, jetzt hast du alles versaut. Du solltest sie nur anmalen, nicht zerschneiden. Entspann dich, Sammy. Es läuft alles nach Plan. Das siehst du dann gleich. Erstmal falten wir die Zeichnungen folgendermaßen. Und die. Und nochmal. Perfekt. Jetzt bauen wir es zusammen. Sammy, den Klebstoff bitte. Stets zu Diensten, Fräulein Susi. Wir drehen das Bild von Siren Head um und tragen den Kleber nur an den Ecken auf. Seht ihr? Genau so. Und dann kleben wir Longhorse drauf. Genau, Sammy. Seid schön vorsichtig. Ihr wollt doch keine Fehler machen. Sonst funktioniert das Spiel am Ende nicht. Jetzt können wir unsere Bastelei öffnen. Dann nehmen wir wieder Kleber und reiben alles ein. Das ist zwar kein Heißkleber, aber geht trotzdem sorgsam damit um. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das jetzt das letzte Bild, Susi. Freunde, versucht es genauso akkurat wie Susi zu machen, sonst haut es nicht hin. Wow, Sammy, es ist wirklich schick geworden. Wollen wir es ausprobieren? Den hier kennt ihr schon. Aber ich hätte da noch eine Idee. Legen wir los. Ich zeichne eine Figur und ihr müsst raten, wer es ist. Sammy, du machst auch mit. Ich weiß es. Das ist Bridgeworm. Richtig, Sammy. Bringst du mir mal ein Bastelmesser? Bitte schön. Ach, wenn ich dich nicht hätte. Freunde, immer schön vorsichtig mit Klingen. Das ist kein Spielzeug. Lasst euch lieber von einem Erwachsenen helfen. So, jetzt können wir das kleine Fenster öffnen und schließen. Ich wette, da kommt noch was drunter. Die Wette hast du gewonnen, Sammy. Schau her. Ich mal noch eine Cartoon Cat. Die gefällt mir einfach so gut. Als erstes zeichnen wir 3 kleine Kreise. Susi, aber das ist doch nicht schon die letzte Bastelei für heute, oder? Bitte nicht. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Aufgepasst, ein Trick. Ist das nicht toll? Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Oh,
Oh, was für ein süßes Kätzchen. Kein bisschen gruselig, oder? Sieh doch, sie passt genau in meine Handfläche. So knuddelig. Ich liebe sie. Susi, wozu brauchen wir das hier? Das siehst du gleich. Als erstes legen wir diese Folie auf die schwarze Pappe. Dann fragen wir an den Rändern je einen Zentimeter ab. Nur und nicht. Ich vermute, du brauchst diese Herrschaften. Na, Freunde, wer gefällt euch am besten? Longhorn, Sirenhead oder vielleicht Cartoon Cat? Jetzt übertragen wir das Bild auf die Folie. Uah. Sammy, die Taschenlampe bitte. Mit dieser Taschenlampe findest du nachts einfach alles. So ist es, Sammy. Und jetzt sehen wir all deine Ängste. Wow, beeindruckend, nicht wahr? Na, was sagst du jetzt, Sammy? Hast du immer noch Angst? Mir läuft das eiskalt den Rücken runter. Aber sag mal, wozu brauchen wir denn die hier? Soweit ich weiß, hängt man damit Wäsche auf. Da hast du recht. Aber heute machen wir etwas anderes draus. Ich glaube, Cartoon Cat kann ich jetzt schon mit geschlossenen Augen malen. Quatsch, Susi. Nicht mal die besten Künstler können mit geschlossenen Augen malen. Nicht mal Meister Sam. Na, dann sieh her. Na, was sagst du? Wieso hast du mir das noch nicht beigebracht? Ich muss sagen, das ist eine bodenlose Frechheit. Komm schon, Sammy. Krück dich wieder ein. Das war unsere letzte Bastelei für heute. Wollen wir uns alle gruseligen Figuren nochmal ansehen? So, Freunde, heute haben wir 7 verschiedene Basteleien mit gruseligen Figuren gemacht. Susi, lass uns schlafen gehen. Es ist schon echt spät. Scheinbar hast du deine Ängste überwunden. Mission erfüllt! Wenn euch unsere Basteleien auch gefallen haben, gebt uns ein Däumchen und abonniert unseren Kanal. Bis bald! Gute Nacht, Freunde! Süße Träume! Mich, edle Ritter, in deiner glänzenden Rüstung. Ich eile zur Rettung, holde Maid. Es drängen andere Belange. Ich muss von dannen. Küss die Hand. Irgendwann. Sammy, was ist denn los? Du wolltest doch die Prinzessin aus dem Schloss retten spielen. Ja, aber da ist eine Brücke. Na und? Verstehst du denn nicht? Wo eine Brücke ist, ist der Bridgeworm nicht weit. Ach, komm schon, Sammy. Du bist doch ein furchtloser Ritter. Schon vergessen? Naja, ich bin furchtlos, aber keine Prinzessin der Welt ist das wert. Oh, Sammy, weißt du, wie du deine Angst loswirst? Indem du ihr ins Gesicht lachst. Und genau dabei werde ich dir jetzt helfen. Komm mit. Hallo, Freunde. Ich hoffe, ihr seid nicht solche Angsthasen wie unser Sammy. Sehr witzig, Susi. Hallo, Leute. Ach, komm schon, nicht schmollen, Sammy. Heute basteln wir eine weitere Trevor-Henderson-Figur mit Hilfe eines 3D-Stifts.
Sie wird ziemlich groß, daher nutzen wir ein Stück Folie als Grundlage. Hey Sunny, erzähl mir alles, was du über die Figur weißt, und zwar so genau wie möglich. Lieb gern. Es ist ein langes, wurmartiges Wesen ohne Beine, aber mit zwei Klammerarmen, die dich auf etwa 3 Meter Entfernung ergreifen können. Wow, das nenne ich mal lange Arme. Zudem hat es 36 menschenähnliche gruselige Zähne, mit denen der Bridgeworm seine Beute jagt. Wow, ich glaube, jetzt verstehe ich, warum du Angst hast, Sammy. Oh, und seine Geschwindigkeit beträgt 25 Kilometer pro Stunde. Okay, ich muss zugeben, das klingt wirklich schaurig. Trotzdem ist der Bridgeworm nichts weiter als eine Fantasiegestalt und das werde ich dir beweisen. Legen wir los! Freunde, seid mit dem 3D-Stift schön vorsichtig. Der Kunststoff darin ist sehr heiß. Ihr werdet übrigens sehr viel Kunststoff brauchen, also füllt schon mal die Vorräte auf. Der Umriss der einen Körperhälfte ist fertig. Jetzt müssen wir die Löcher zwischen den Linien füllen. Noch mehr Kunststoff, Susi. Ja, genau so. Ich meine, auch wenn ich diesen Wurm nicht ausstehen kann, will ich trotzdem, dass unsere Bastelei perfekt wird. Oh ja, Sammy und sein Perfektionismus. Jetzt nehmen wir das Stück vorsichtig von der Form ab. Hopp. Das sieht eher wie ein Körbchen aus, oder Freunde? Aber wie machen wir daraus einen Bridgeworm? Das ist leicht. Wir brauchen einfach nur noch so ein Teil. Uah. Ich liebe Bastelzauber. Jetzt kleben wir die 2 Hälften zusammen. Seht ihr? Dafür könnt ihr Heißkleber oder Kunststoff nehmen. Aber seid auf jeden Fall vorsichtig, Freunde. Sam hat recht. Wir machen es mit Kunststoff. Wir wollen, dass der Körper des Bridgeworms schön stabil wird. Darum nehmen wir Kunststoff und bemühen uns, keine Lücken zu lassen. Puh, das war vielleicht anstrengend. Dafür sollte man gut trainiert haben. Freunde, wenn Susi hier fertig wird, nutzt ihr einfach die Zeit, um unseren Kanal zu abonnieren. Bis gleich! Okay, Freunde, das haben wir jetzt. Ein Körper für unsere Figur. Oh, ich will ja nicht mehr kein Susi, aber das könnte schon etwas ordentlicher aussehen. Jetzt bist du bei der Sache. Der Lötkolben hilft uns, die Oberfläche zu glätten. Aber dieses Werkzeug ist kein Spielzeug, Freunde. Vielleicht lasst ihr euch lieber von einem Erwachsenen helfen. Sieht aus, als würde Susi diese Arbeit Spaß machen. Natürlich. Davon abgesehen ist die Vorbereitung beim Basteln immer sehr wichtig. Aber ich denke, ein bisschen Bastelzauber kann nicht schaden. Warum funktioniert das denn nicht? Falsches Bruch, Susi. Oh ja. Hokus Pokus Abonniribus. Schon besser. Sieht das nicht toll aus? Fantastisch, nicht wahr? Jetzt müssen wir noch andere Dinge wie ein Gesicht und Arme für unseren Bridgeworm bauen. Würdest du mir dabei helfen, Sammy? Klammerarme oder scharfe Zähne. Ich nehme das erste übel. Okay, dann mal los. Ich fürchte, mir ist der Plastikfaden ausgegangen. Bin gleich wieder da, Freunde. Hey, so sieht dieser Bridgeworm überhaupt nicht gruselig aus. Susi? Susi? Oh nein, wo ist Susi? Hast du etwas angetan, du? Sammy, was ist denn los? Oh, Susi, da bist du ja und dir geht's gut. Ich bin einmal weg. Na sicher, was denn sonst? Und was ist das? Noch ein Teil für unsere Figur? Das ist für seinen Kopf, du weißt schon. Dieses kapuzenähnliche Ding. Ich dachte, das bräuchten wir, dass der echter aussieht. Klasse Idee. Freunde, gebt unserem einfallsreichen Künstler einen Daumen und lasst uns weitermachen. Da Sammy dieses Teil gebaut hat, brauchen wir keine weitere Schicht Kunststoff. Dadurch sieht er so
aus, als würde sich eine Art Hautlappen anheben und sein gruseliges Gesicht offenbaren. Oh, ich frag mich, wie Trevor Henderson überhaupt auf diese Kreatur gekommen ist. So, die Details, die wir gemalt haben, müssen natürlich wieder geglättet werden. Und weil es schneller geht, hilft uns diesmal der Video-Editor-Zauber. Juhu, viel besser. Das ist ja mal praktisch. Ach, komm schon. Willst du mit unserer Bastelei fertig werden oder nicht? Oh ja, sorry, war kurz abgelenkt. Mal sehen. Das kommt hier hin. Oh ja. Dieser Bildschirm ist ja gar nicht gruselig. Wow, gut gemacht, Sammy. Aber vielleicht sollten wir ihn noch anmalen. Bleibt dran, Freunde. Also, weiß, rot, gelb, schwarz, Pinsel und Wasser. Alles bereit, Sammy. Wo bleibst du? Ich bin hier, Susi. Ich fürchte, die Angst hat mich wieder eingepackt. Dann wird es Zeit, dir mein Gesicht zu malen, dass du es anlachen kannst. Kommst du? Ich weiß nicht. Okay, ich fang schon mal an. Los geht's. Ich mache mir ein wenig Sorgen um Sammy. Er liebt das Dekorieren eigentlich. Vor allem das Anmalen. Und jetzt versteckt er sich. Niemand versteckt sich, Susi. Weißt du, ich arbeite hier hinten. Ach, wirklich? Was machst du denn? Da wir einen ziemlich originalgetreuen Bridgeform basteln, brauchen wir auch eine beeindruckendere Brücke, unter der er leben kann. Das klingt ja interessant. Findet ihr nicht auch, Freunde? Dann abonniert uns doch. Ach ja, Sammy, was ist eigentlich mit den Zähnen? Bin dabei. Jetzt zeigt Zahnarzt Sam euch mal einen Trick. Zähne, ich befehle euch zu wachsen. Wow, wie cool! Übrigens haben wir schon verschiedene Basteleien mit Trevor Hendersons Figuren gemacht. Die solltet ihr euch unbedingt auf unserem Kanal ansehen. Und vergesst nicht, uns ein Däumchen zu geben. Super, jetzt brauchen wir nur noch die Augen des Bridgeworm zeichnen. Erinnerst du dich, wie seltsam und schaurig die aussehen? Und ich habe gehört, sie können die wild rotieren. Also male ich sie so, dass sie in verschiedene Richtungen schauen. Wie du meinst, Herr Bridgeworm-Experte. Aber Vorsicht, Freunde. Alles muss sehr sorgfältig gemalt werden. Oder ihr bittet einen Erwachsenen um Hilfe. Zusammenbasteln macht eh mehr Spaß. Ach, das könnte ich jeden Tag tun. Klasse. Nur noch eine Kleinigkeit. Sieht großartig aus. Okay, fertig. Sehen wir uns das Ungeheuer einmal an und schauen dann, was Sammy die ganze Zeit getrieben hat. Sammy, wo bist du? Wir sind schon fertig. Ich auch, Susi. Sieh dir diese wundervolle Szene an, beim Kinderspiel. Ich habe mir auch eine tolle Geschichte dazu ausgedacht. Es war einmal ein Van. Er fuhr über eine wunderschöne Brücke in Tibidaba und... Das war so cool, Sammy. Na, bist du bereit? Dann fang an zu lachen. Seht ihr, Freunde? Sam hat keine Angst mehr vor dem Bridgeworm. Aber wie bringe ich ihn jetzt dazu, mit dem Lachen wieder aufzuhören? Danke, dass ihr heute dabei wart. Abonniert unseren Kanal und tschüss!